Es ist strukturell immer angebracht für die Art, in der es erscheint. Also alle Säugetiere haben Casein, aber das Casein ist anders in seiner Aminosäurenzusammensetzung bei einer Kuh oder bei einem Menschen oder bei einem Hasen. Es ist anders und genau geeignet für das bestimmte Lebewesen. Da sind auch andere Probleme mit Casein, weil da bestimmte Übereinstimmungen sind bei den verschiedenen Tierarten, kann es sein, dass wenn so ein Casein aufgenommen wird oder verdaut wird, dass er nicht vollkommen verdaut wird. Und der Mensch und auch andere Säugetiere haben das Vermögen, um unverdaute Proteinstücke aufzunehmen. Denn wenn ein Baby ganz jung ist, die erste Milch heißt Kolostrum. Und die enthält Antikörper und das sind Proteine. Aber die dürfen nicht verdaut werden, also sind sie resistent gegen Enzyme und werden im Ganzen translokiert ins Blut. Sonst hätte man ja keine Immunität davon. Und diese Möglichkeit von der Translokierung von einem Eiweiß unverdaut oder teils unverdaut besteht sogar noch beim Erwachsenen. Also wir können solche Brockeneiweiß ins Blut bekommen. Jetzt, wenn das genau das gleiche ist wie menschliches Eiweiß, dann ist es nicht ein Problem. Aber sobald es von einem anderen Tier kommt oder einer anderen Art, dann kann der Körper reagieren auf dieses Eiweiß, als ob es ein Fremdeiweiß ist. Und dann macht man einen Antikörper. Und wenn man einen Antikörper macht, dann kann man dieses Eiweiß natürlich vernichten. Aber das Problem ist, was, wenn die Aminosäurenzusammensetzung so ist, wie bei einigen von unseren Zellen es auch ist? Dann können wir einen Antikörper gegen uns selbst machen. Und was nennt man das? Das nennt man eine Autoimmunkrankheit. Also Milch, weil das Eiweiß ziemlich gleich ist wie viele von unseren eigenen Eiweißarten, ist sehr geneigt, um Autoimmunkrankheiten zu zeugen. So, können wir schauen ein bisschen weiter in das Problem hinein. Also eine Menschenmilch hat 1,2 Milligramm Protein pro Liter. Und es dauert 120 Tage, bis ein Baby das Gewicht verdoppelt. Ein Pferd dagegen hat genau zweimal so viel Protein, Casein, 2,4 Milligramm pro Liter. Und es braucht nur 60 Tage, also 120, 60. Zweimal so viel, zweimal so schnell im Wachstum. Eine Kuh 3,3, nur 47 Tage zur Verdopplung des Gewichts. Ein Bock 4,1, 19 Tage. Ein Hund 7,1, 8 Tage. Eine Katze 9,5, 7 Tage. Und eine Ratte 11,8, 4,5 Tage. Also wenn Eiweiß das Kriterium ist, dann müsste man eigentlich nur Rattenmilch trinken. Aber keiner will natürlich Rattenmilch trinken, das hört sich nicht so gut an, also bleiben wir bei der Kuhmilch. Und dann haben wir das Problem, dass eine Kuh mit diesem Eiweiß ihr Gewicht dreimal schneller verdoppelt als ein Mensch. Gut, was ist das Problem? Da ist dreimal so viel Eiweiß, also die Kuh wächst. Das Kalb wächst dreimal so schnell. Jetzt ein Mensch, wenn er geboren wird, ist ein winziges Lebewesen und steht natürlich sofort auf und rennt rum und sagt, hallo, wo ist der Spielpark? Ja oder nein? Natürlich nicht, aber ein Kalb? Ja oder nein? Absolut, ein Kalb steht auf und rennt sofort rum und die Energie, die das Kalb als Ernährung bekommt, geht in Wachstum, in Muskulatur. Bei Menschen nicht. Was ist das wichtigste Organ oder der wichtigste Organ, der sich entwickeln muss beim Menschen nach der Geburt? Das Gehirn. Das Gehirn. Gut, und woraus besteht das? Aus Eiweiß oder hauptsächlich aus Fetten? Es besteht aus Fetten. Also in der Ernährung muss das Verhältnis Fett zu Eiweiß beim Menschen ganz anders aussehen als bei einer Kuh. Und darum ist es so, dass
sich herausgestellt hat, dass Menschen, die von Anfang an auf Kuhmilch, mit Kuhmilch ernährt werden, wesentlich geringer Intelligent Quotient, wie sagt man da, Intelligenz zeigen als diejenigen, die Muttermilch bekommen. Ist ja auch logisch, denn für Gehirnentwicklung hat man Muttermilch nötig und nicht Kuhmilch. Und eine Kuh braucht auch nie ein Mathematikexamen durchkommen. Also wäre es besser, wenn der Mensch lieber Muttermilch bekommt, als was er Kuhmilch bekommt. Also Kuhmilch 100% geeignet für eine Kuh, aber überhaupt nicht geeignet für einen Menschen. Kann der Mensch wachsen damit? Ja, kann sogar gewaltig wachsen, kann sogar größer werden als andere Babys. Also heutzutage betrachtet man zwei Babys, das eine kriegt Kuhmilch, das andere nicht. Das ist eine Riesenknabe und das ist ein Knirps. Und dann denkt man, puh, was ist denn das für eine Ernährung hier mit so einem halbgewachsenen hier? Schau dir mal meinen an, wie stark und der ist. Naja, der ist vielleicht stark, weil er denkt, der ist eine Kuh. Aber der andere denkt, er will Mathematiker werden. Der Kopf ist etwas größer. Also nicht immer nur auf das Eiweiß schauen. Kein Joghurt für Babys, weil Kuhmilch die Niere belastet. Also hier ist ein Medical Tribune Artikel, genau das gleiche wie bei einer Katze. Die Säure, die gezeugt wird von Kuhmilch, ist, weil sie so reichhaltig an Eiweiß ist, zu hochwertig und das führt zu Nierenschaden. Und Journal of Pediatric Gastroenterology, wir sollten uns bemühen, Nahrungsmittel zu verwenden, die den Nahrungsstoffforderungen der älteren Kinder entsprechen und schädliche Wirkungen ausschließen. Kuhmilch erfüllt diesen Standard nicht. Also das ist allgemein in der Wissenschaft, aber nicht in der Werbung. Hier ist noch ein Zitat von dem Journal Pediatrics. Babys, die mit Vollmilch von Kühen während der zweiten 6 Monate ihres Lebens ernährt werden, haben um 30% höheren Blutverlust durch den Darm und einen signifikanten Eisenverlust mit dem Stuhlgang. Das ist eigentlich logisch. Wenn man viel Eiweiß in der Ernährung hat, dann hat man viel mehr Säure nötig, um das zu verdauen. Und der Kinderdarm ist noch nicht geeignet, um das zu vertragen. Und dann führt es zu vielen Störungen, unter anderem, dass der Darm leicht blutet und dass man dann Eisenverlust ist. Kleinkind mit blutigem Durchfall, das kann die Milch sein, Medical Tribune 96. Also nicht nur ich sage das, sondern das ist in vielen Veröffentlichungen und es ist recht allgemein bekannt, aber es wird nicht durchgegeben zur der allgemeinen Bevölkerung, denn die Industrie ist mächtiger wie die Gesundheit. Augenprobleme, Katarakt, grauer Star, wieso entsteht der? Das kann auch von Milchprodukten kommen, und zwar von diesem Galactose. Digestive Diseases and Science, Galactose. Gut, wie funktioniert denn das? Galactose ist doch ein normaler Zucker, wieso sollte der Probleme verursachen? Galactose ist ein Sonderzucker, der nur durch Babys gebraucht werden kann. Und der Grund ist,